Schönen guten Morgen zusammen. Wir werden in den nächsten 75 Minuten euch ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählen, die wir mit Microservice gesammelt haben, und anfangen werden wir dabei, wie wir da überhaupt hingekommen sind. Vorher haben wir so ein eher monolithisches System gebaut. Damit werden wir anfangen, und das Ganze ist so ein bisschen chronologisch geordnet, deswegen auch der Vergleich mit dem Reisebericht. Ganz zum Einstieg so ein bisschen kurz, wer ist Cleverbridge überhaupt, was ist das Geschäftsmodell, was dahinter steht, was für eine Art von Software bauen wir überhaupt. Grundsätzlich geht es darum, dass es Softwareanbieter gibt, die wollen ihre Software im Internet verkaufen, und dann gibt es Kunden, hier den Herrn Sonnenschein, der wird gerne diese Software kaufen, und ja, das ist durchaus mit Arbeit verbunden, das in den ganzen Sprachen, mit den ganzen Bezahlmethoden zu machen. Und da kommt dann Cleverbridge ins Spiel, bieten eben E-Commerce-Plattformen an für Softwarehersteller speziell, und das Ganze ging 2005 in Köln los. Da wurden dann Bestellprozesse gebaut, hier mal so ein bisschen eher schematisch dargestellt, die sind in der Praxis dann angepasst an das Design des jeweiligen Softwareherstellers und auch in die entsprechenden Webauftritte integriert. Ja, was kennzeichnet so featuremäßig das Ganze? Cleverbridge versteht sich als Full-Service-Provider, also da geht es nicht um einen kleineren Aspekt, der dort abgebildet werden soll, sondern soll die komplette Kette vom E-Commerce bedient werden. Die Seiten sind sehr flexibel gestaltbar im Rahmen des Bestellprozesses, so der Katalogseiten, wie viele das sind, wo die Eingabefelder sitzen, welche überhaupt da sind und so weiter. Ja, kann dann das individuelle Design angepasst werden. Auch ganz, ganz wichtig, gerade bei dem weltweiten Verkauf von Software, ist das Thema Lokalisierung. Wir unterstützen mittlerweile 30 Sprachen, 60 verschiedene Währungen und auch 40 Bezahlarten, und von denen sind auch einige sehr, sehr speziell in verschiedenen Ländern eigentlich nur bekannt und verfügbar. Dann gibt es so ein bisschen mehr marketingorientierte Features, man möchte AB-Tests machen, möchte verschiedene Varianten vom Bestellprozess miteinander vergleichen und gucken, welche besser funktioniert, und das vielleicht auch in verschiedenen Ländern da auf die unterschiedlichen Gegebenheiten eingehen. Es gibt Promotions, wo eben ja, so aus Marketinggründen Discounts gewährt werden. Wir haben Cross-Sellings, dass wenn man ein bestimmtes Produkt im Warenkorb hat, man noch ein anderes mit angeboten kriegt zu einem Discount in der Regel. Es gibt Katalogseiten, wo eine Übersicht über die Produkte angezeigt wird. Dann natürlich auch ein wichtiges Thema ist die Fraud Prevention, eine ganze Abteilung, die sich darum kümmert, betrügerische Bestellungen zu entdecken und zu verhindern, und auch extrem erfolgreich arbeitet. Ja, wenn so ein Verkauf getätigt wird, dann eher im Hintergrund, da möchte man natürlich das Ganze auswerten können, wie erfolgreich war das. Da gibt es dann entsprechende Tools im Reporting Analytics-Bereich. Das, was wir auch abdecken, ist nicht nur das Technische, sondern wenn hinterher jemand, der da eingekauft hat, eine Frage zu der Bestellung hat, dann kümmern wir uns da auch um Hilfestellungen, warum ist das Geld nicht angekommen, warum habe ich keinen Lizenzschlüssel erhalten oder was auch immer. Und in dem Bereich wird auch zusätzlich werden noch Customer Self Service Seiten angebunden, sodass man den Aufwand hier ein bisschen reduziert und Kunden sich einloggen können und auch vieles selbst machen können. Und im Laufe der Zeit dazugekommen und mittlerweile durch die ganzen Cloud-Anbieter von zunehmender Bedeutung sind halt Subscriptions oder auf Deutsch eben Abos, wo ich für einen Service in der Regel dann regelmäßig zahle. Ja, und so ging das dann 2005 los, alle mit voller Tatendrang, wir saßen um einen kleinen Tisch drumherum, wussten, was wir erreichen wollen, was wir schaffen wollen, und alle Entwickler haben reingehauen in die Tasten und haben gesagt, los, jetzt bauen wir einfach mal ein tolles System, wo toll drüber Software verkauft werden kann. Nicht lange drüber nachgedacht, was machen wir für eine Architektur, was nehmen wir für Programmiersprachen, was nehmen wir für eine Datenbank, sondern einfach das genommen, was man kannte, was man wusste, wo man weiß, man
Es geht schnell voran, man kann schnell Features entwickeln. Also eine bekannte klassische Drei-Schichten-Architektur, eine Oracle-Datenbank unten drunter, ein globales Datenschema dazu. Alle konnten damals ziemlich gut C#. Also es war gar keine Frage, wie man entwickelt, sondern es ging eigentlich nur darum, was man entwickelt. Es gab auch keinen großen Entwicklungsprozess. Man kam morgens zur Arbeit hin, hat angefangen zu programmieren, hat zwischendurch mal Mittag gegessen und abends hat man den Laptop wieder zugeklappt und das nächste Feature war eigentlich fertig. Der erste Verkauf, also der erste richtige Erfolg für uns, kam dann auch schon ganz zufällig. In Köln ist natürlich der 11.11. was Besonderes, für uns umso mehr. Nach weniger als 12 Monaten Entwicklung waren wir live und in Produktion. Ja, und dieser Monolith, der sah dann auch entsprechend aus, wie man sich so eine große, so eine große Plattform halt vorstellen kann. Unten drunter eine Oracle-Datenbank, daran angeschlossen auch noch ein Analysis-Server für die ganzen Reports. Darauf zugegriffen wurde dann über eine Applikationsschicht mit dem Application-Server und oben drüber, je nachdem, die Auslieferung der Webseiten über eine Reihe von Webservern. Es gab einen Processing-Server für alles, was so im Hintergrund laufen muss und letztendlich noch eine grafische Oberfläche, um alles Mögliche zu konfigurieren. Also keine besondere Überraschung. Wie gesagt, der Fokus war jetzt nicht irgendwie was Tolles an Architektur auszuprobieren, sondern einfach Features runterkloppen. Ja, und was kam? War natürlich dann ab dem 11.11. dann die Verkäufe gingen nach oben. Wir hatten richtig gut Erfolg damit, die Plattform brummte. Und was damit natürlich dann auch zusammenspielt, ist immer mehr verschiedene Softwareanbieter wollten über uns verkaufen. Also das heißt, dann kam mal hier ein Sonderwunsch, da kam ein Sonderwunsch, hier ein nettes Feature, was noch gemacht wurde, dort eine Extraschleife. Also die Anzahl Features, die wir dann letztendlich unterstützten, ging immer weiter nach oben. Und was natürlich auch passierte, die Anzahl Mitarbeiter ging nach oben. Irgendwann passten wir alle nicht mehr um diesen schönen Tisch drumherum, sondern wir brauchten ein richtiges Büro, wir brauchten ein größeres Büro, es wurde umgezogen, Sales wurde immer mehr, Support-Mitarbeiter wurden immer mehr. Ja, und so stiegen dann natürlich auch im Laufe der Zeit einfach die Anzahl Mitarbeiter. Ja, der Monolith ist mittlerweile auch nicht mehr klein. Der ist erwachsen geworden und groß. Die Auswirkungen davon wollen wir uns jetzt mal anhand von einem Beispiel anschauen. Haben einen Feature-Request, dass wir eine neue Bezahlmethode Konbini einführen sollen. Das ist eine Bezahlmethode, die ist in Japan recht verbreitet. Da muss man dann am Ende in so einem Kiosk bezahlen, aber aus irgendeinem Grund machen die Japaner das sehr gerne. Was ist da zu tun? Klar, müssen jetzt ein bisschen andere Daten im Bestellprozess abfragen, muss also angepasst werden. Hinterher müssen diese Daten validiert und abgespeichert werden. Dann die Durchführung der Zahlung läuft anders ab. Auch der Backend-Bereich muss natürlich auch das Customer Service Tool entsprechend angepasst werden und hinterher müssen auch noch die Bestellprozesse so konfiguriert werden, dass diese Bezahlmethode halt den Leuten angezeigt wird, für die es interessant ist. Also wenn jetzt einer von uns hier in Deutschland oder Europa diese Bezahlmethode angezeigt kriegt, dann könnt ihr wahrscheinlich gar nichts damit anfangen und es wird erst verwirrt werden. Da muss eben auch drauf geachtet werden. Was hat das für Konsequenzen? Wir haben nochmal das Bild hier mit unserer Architektur. Wir hatten seinerzeit auch die Teams ähnlich dieser Komponenten hier aufgeteilt und die Komponenten, die jetzt von diesem Feature-Request betroffen sind, die sind alle rot gekennzeichnet. Bis auf den Analysis-Server für das Reporting ist das komplette System von dem Feature-Request betroffen. Das macht die Entwicklung von so einem Feature sehr aufwendig. Wir haben viel Kommunikation, Koordination da durchzuführen. Das macht nicht mehr ganz so viel Spaß. Was passiert? Im Laufe der Zeit hat natürlich auch von unserer zentralen Datenbank die Komplexität zugenommen. Das, was wir gemacht haben, ist, was damals so üblich war. Man hat so ein globales Datenschema gebaut und alle Anforderungen wurden damit mit reingesteckt. Das Ergebnis davon, das wird größer und größer. Und ein Beispiel, wir haben eine Suchtabelle, die hat dann im Laufe der Zeit 283 Spalten gekriegt
und 66 Indizes. Und eigentlich wusste keiner mehr, welche Spalte nun für welchen Anwendungsfall gebraucht wird und wer welchen Index benutzt. Das wurde recht unübersichtlich. Ein anderes Ergebnis, unsere Einkäufe hatten Status. Am Anfang war der recht übersichtlich, da war eine Bestellung neu, irgendwann war sie bezahlt und vielleicht kamen noch ein, zwei andere Sachen dazu. Im Laufe der Zeit ist das auf 47 verschiedene Stati angewiesen, ob die nun durch die Export-Compliance gelaufen ist, durch das Fraud-Screening und dann die ganzen Ergebnisse. Und anhand dieses Statis wurde dann geguckt, welche Operationen überhaupt möglich sind. Das wurde auch dann zu einer Wissenschaft für sich. Ein anderer Effekt ist, dass bei der Entwicklung die unterschiedlichen Teams zusammengekommen sind und haben sich eigentlich nicht darüber unterhalten, wie ein Feature funktionieren soll, sondern wie es in der Datenbank abgebildet werden soll. Weil die Datenbank war die Schnittstelle, über die die ganzen Teams miteinander kommuniziert haben. Das Ergebnis ist, dass wir eine sehr datengetriebene Entwicklung hatten und weniger ausgerichtet an den einzelnen Features. Analog dazu gingen auch die Releases, die wir so im Jahr durchgeführt haben, das wurden immer weniger sein. Warum? Naja, eine Versionierung für die Datenbank hatten wir nicht. Das führte dazu, dass die Features, dass wir auf einem Feature, also einem Entwicklungsbranch gearbeitet haben und alle Features mussten gleichzeitig fertig werden. Das hat meistens dazu geführt, dass wenn man dann eigentlich einen Release machen wollte, hat der eine geschrien, oh, ich bin noch nicht so weit, brauche noch ein bisschen. War das Ganze hinausgezögert. Die Tests, die wir da durchgeführt haben, waren sehr aufwendig. Und im Laufe, wo das Unternehmen gewachsen ist, waren auch die Vorlaufzeiten von den anderen Abteilungen, die brauchten für Marketing, Training, Dokumentation, Übersetzung, das wurde auch immer mehr. Die wollten sich auf so einen Release dann vorbereiten. Das Ergebnis war, am Anfang hatten wir einen Release wöchentlich gemacht und am Ende waren es nur noch 3 pro Jahr. Ja, so langsam geht es mit unserer Reise weiter. Wir sind jetzt so circa Anfang 2014. Der Markt verändert sich natürlich. Es gibt nicht mehr diese Einmalkäufe, sondern wie schon ganz am Anfang erwähnt, gibt es auf einmal ganz viele sogenannte Cloud-Firmen, die einfach ihre Services anbieten. Die wollen nicht mehr Software verkaufen, die man einmal kauft, sondern die wollen Subscriptions anbieten. Was ist denn eigentlich so eine Subscription überhaupt? Da haben wir unsere schöne Subscription-Schnecke. Eine Subscription fängt damit an, dass der Kunde einen Sign-up macht, der registriert sich und dann beginnt dieser schöne Subscriptions-Lebenszyklus, wo wir dann letztendlich unser Geld mit einnehmen. Das heißt, was der Kunde dann zum Beispiel macht, ist Upgrades, Downgrades im Laufe der Zeit, der renewt hoffentlich auch seine Subscription, sodass dann immer wieder monatlich oder jährlich neues Geld bezahlt wird für die Leistungen, die der Kunde halt benutzt. Es gibt dann noch Services, wo dann ganz fein die Subscription noch eingestellt werden kann. Es können Server hinzugebucht werden, zum Beispiel unsere Users können hinzugebucht werden. Ja, und letztendlich befindet sich dieser Kunde in so einem Subscriptions-Lebenszyklus, wo immer wieder renewed wird, im Gegensatz zu diesem einmaligen Kauf von der Software, die er dann halt benutzt und wo man dann letztendlich ja von dem Kunden erstmal nichts mehr hört und auch kein Geld mehr bekommt. Was auch ab und zu passiert, leider, ist dann natürlich, der Kunde beendet die Subscription, das ist dann hier die Cancellation. Ja, ganz neues Produkt, ist zwar natürlich in unserem Bereich, wo wir schon Wissen haben, aber es ist trotzdem eine andere Art und Weise, wie unsere Plattform benutzt werden soll. Und statt jetzt zu sagen, wir bauen das als eine neue, weitere Schleife in unseren Monolithen rein, haben wir uns gesagt, nee, lasst uns doch wirklich von neu an starten, lasst uns gucken, was es so alles gibt. Wir sind also wahrlich auf der grünen Wiese. Wir hatten keinerlei Technologievorgaben, also nicht mehr C-Sharp unbedingt, nicht mehr XSLT, nicht mehr Oracle als Datenbank. Wir hatten keinerlei Architekturvorgaben, nicht mehr die Vorgabe hier 3-Schichten-Architektur. Das Einzige, was halt aus Business-Sicht gemacht werden sollte, ist ein reiner Fokus auf APIs, im Besonderen auf REST-APIs. Wir wollten sehr gut integrierbar sein für die Softwarehersteller, für die Cloud-Anbieter und aus Gründen der PCI-Compliance und auch der Wiederverwendbarkeit. Die alte Plattform musste oder der Monolith, der muss noch immer für die Bezahlvorgänge eingesetzt werden.
Wir konnten also nicht alles neu machen, sondern nur diesen speziellen Teil der Verwaltung von Subscriptions. Ja, und da saßen wir dann so auf der grünen Wiese und haben uns gedacht, toll, keine Architekturvorgaben, keine Technologievorgaben. Ich würde gern ein modulares System bauen, nicht mehr so dieser Klotz als Monolith. Ich hätte gerne was, wo Sachen wiederverwendet werden können, wo Sachen auch gebaut werden können und leicht ausgetauscht werden können. Ein anderer Entwickler hat dann gesagt, ich hätte gerne was, was viel besser skalierbar ist als dieser Monolith. Ich würde gerne einzelne Teile skalieren, da wo es wichtig ist, andere Teile nicht skalieren, vielleicht auch verschiedene Umgebungen einsetzen für die einzelnen Teile des Systems. Und der dritte Entwickler, den hat das besonders gestört, dass es immer nur einen Shared Code gab, wo alle Entwickler drin rumfuschten. Der hat gesagt, ich möchte gerne eine Trennung zwischen den einzelnen Teilen des Systems, sodass dass halt wirklich Entwickler für einzelne Teile zuständig sind und nicht mehr das gesamte System kennen müssen. Ja, waren diese ganzen Wünsche da? Die Idee von Microservices entstand, wobei uns eigentlich zunächst gar nicht klar war, dass das, was wir da bauen wollten, dass das Microservices heißt. Aber im Laufe der Zeit sind wir dann drauf gestoßen, dass diese Idee da draußen auch bei anderen rumgeistert und haben uns damit beschäftigt, haben uns auch mal einen Berater reingeholt, um uns da schlau zu machen. Was heißt denn das? Und hatten so eine grobe Verständnis davon, was ist denn so ein Microservice? Ganz, ganz wichtig, der soll eine klare, abgegrenzte Aufgabe haben, wofür da ist. Und diese Aufgabe soll er über so eine kleine Schnittstelle nach draußen geben. Die Abhängigkeiten zu anderen Microservices sollen auch klar definiert und überschaubar sein. Und natürlich auch aus den Erfahrungen, die wir vorgemacht haben, das Ding soll hinterher auch wiederverwendbar sein. Und wir hatten in diesem Monolithen einen Haufen Funktionalität drin stecken, und wenn man jetzt mal gesagt hat, ja, ich will aber eigentlich mich jetzt nur, dass das Ding durch den Fortscanning geht, also dass man guckt, sind diese Daten hier, sind die glaubwürdig oder sind das vielleicht eher so Daten, die so eine betrügerische Historie haben, dann war das so isoliert gar nicht benutzbar. Deswegen ganz wichtig, haben uns versprochen davon, dass so ein Ding dann wiederverwendbar ist. Das Ding soll auch technologisch beliebig sein können. Die sprechen über eine Rechtsschnittstelle, und wir haben halt die Annahme, selbst wenn hinterher mal andere Technologien irgendwie an anderer Stelle gebraucht werden, mit so HTTP-REST, das kriegt man in jeder Programmiersprache hin. Das heißt, also in jedem Microservice besteht grundsätzlich eine freie Technologiewahl, wobei das natürlich auch nur beschränkt sinnvoll ist. Weil wenn an jeder Stelle im Unternehmen in einer anderen Programmiersprache gearbeitet wird, dann hat man sicherlich andere Probleme. Ein auch ganz wichtiger Punkt, um das Ding wirklich unabhängig zu kriegen, die Daten, die so ein Microservice braucht, speichert es selbst. Eine zentrale Datenbank gibt es nicht mehr. Dann ging es darum, wie soll das Ganze so aussehen? Da wurden so erste Bilder gemalt. Hier auf den rosa Zetteln, das war so eine erste Idee, was für Microservices es geben kann und mit welchen anderen Microservice das Zeug dann noch so kommunizieren soll. Das war so wirklich aus den ersten Tagen einfach so ein Foto. Dann braucht man noch so eine Idee, wie das Ganze zusammenspielen sollte. Die Idee war, dass wir davor einen HTTP-Proxy stellen, der eben die einzelnen Anfragen dann auf die verschiedenen Microservices verteilt. Dann kommen die Microservices, die skalieren dann in der Art, dass ich, wenn ich von einem Service davon viele Anfragen kriege, dann habe ich halt viele Instanzen davon. Die interne Kommunikation zwischen den Microservices, das wollten wir über einen Message-Bus realisieren. Und auch hinterher, wenn es dann darum geht, dass das zwei, drei Teams und noch mehr sind, dann teilt man halt die Microservices auf die verschiedenen Teams auf. Auch eine Idee aus der Erfahrung, wir haben also auch eine NetOps-Abteilung, da war es aber auch in der Zusammenarbeit manchmal so ein bisschen hakelig, weil die nicht so genau wussten, was wir wollten, und wir haben die nicht ganz verstanden. Deswegen hatten wir auch hier die Idee, ja, im Sinne von dem DevOps, auch das Betreiben machen wir
erstmal selbst. Bewusst war uns, dass wir erstmal ein bisschen langsamer sind, weil wir viel neu lernen müssen und gleichzeitig bauen wir ein verteiltes System, was auch immer eine zusätzliche Komplexität mit sich bringt. Ja. Und dann ging das Ganze los. Ja, so viel zur Architektur, die wir uns vorgenommen haben. Dann ging es rein in die Praxis oder in die Programmierung. Wie gesagt, keinerlei Technologievorgaben. Damals 2014, ich weiß jetzt nicht mehr genau, mit welcher Node-Version wir angefangen haben. Es war auf jeden Fall eine Null davor. Aber was schon relativ schnell klar war, im Vergleich, alles C-Sharp-Entwickler, im Vergleich ist Node unheimlich kurz. Wer schon mal hier einfach hier beispielhaft einen Restify-Server gebaut hat, also man required das Package Restify, macht den Server, definiert hier eine Route, server.get auf Subscriptions und startet den Server und zack, hat man innerhalb von einer Handvoll Zeilen Code, läuft schon die erste API, die erste HTTP-API und es fühlte sich am Anfang, wo wir damit gestartet sind, in den ersten Wochen unglaublich klein, kompakt und im Vergleich zu so einem IIS-Server in C-Sharp unheimlich modern und schnell an. Also das waren auch so dann die ersten Eindrücke. Node ist einfach unbeschreiblich kompakt, es ist rasend schnell zu entwickeln im Vergleich zu früher, zu diesen C-Sharp-Klassendateien, die man dann überall definieren muss. Man konnte Objekte einfach so generieren. Diese unzähligen Pakete, man geht auf NPM, tippt ein, ich möchte einen REST-Server und zack, hat man ein Paket da runtergeladen und man kriegt eigentlich drei verschiedene, kann sich das Beste sofort aussuchen. Ganz wichtig für uns, JSON-Integration, also davon Integration zu reden, ist eigentlich schon, es ist einfach sofort da, das JSON, man muss überhaupt nichts mehr machen, kein Serialisieren, Deserialisieren, keine Klassen irgendwie mit Annotationen versehen oder sonst irgendwas, funktioniert einfach alles sofort. Also für die Entwicklung, für das, was wir machen wollten, für die Entwicklung von APIs, grandios, die beste Wahl, die wir uns hätten vorstellen können. Ja, da haben wir also angefangen, Node zu programmieren, vorher alle C-Sharp-Entwickler. Das, was für uns komplett neu war, war asynchron zu programmieren. Vorher, wenn es denn sein musste, haben wir halt mehrere Threads gestartet. Natürlich kann man auch initial asynchron programmieren, haben wir damals überhaupt nicht gemacht. In so einem Webserver war es halt so, wenn da ein Request reinkam, dann wurde halt ein neuer Thread gestartet. Macht das Entwickeln erstmal einfach. Hier war das nicht mehr ganz so einfach. Das Ergebnis war dann, mussten mal mehr Sachen gemacht werden. Übliche Callback-Hölle. Bildschirme mussten immer breiter werden, um den Code noch darzustellen. Irgendwann kam dann auch noch so eine Fehlerbehandlung dazu. Da hat das Zeug auch nicht übersichtlicher gemacht. Und ja, dann wurde irgendwann nach Alternativen gesucht. Mit so einem Async war das dann wieder so halbwegs in den Griff zu kriegen. Andere Erfahrungen, die wir natürlich machen mussten, JavaScript, so dieses ganze, keine Klassen mehr definieren, kein Compiler, der einen rettet, wenn man irgendwie falsche Typen benutzt, gerade wenn man irgendwie mehrere Module dann hat und das mit in der Code wird ein bisschen größer. Wir haben uns immer bemüht, schön mit JSDoc alles schön zu dokumentieren, die Schnittstelle von Modulen, aber trotzdem sah dann mal so eine Funktion so aus, dass man 1, dann später 2, dann später 4, dann 5 Parameter mitgeben musste. Dazu kam der Callback hinten dran noch immer für das Asynchrone. Und das heißt, so ein Modul sah bei uns in der Benutzung dann dementsprechend aus, dass dann irgendwie eine Reihe von Parametern mitgegeben wurde. Und der nächste Programmierer, der hat dann einfach gesagt, was soll das überhaupt? Ich verstehe überhaupt nichts mehr, was wird da eigentlich gemacht? Und das, worauf wir dann schnell gestoßen sind, was für uns als C-Sharp-Programmierer auch total unüblich war eigentlich, ist die Idee, dass man sich doch einfach schön mal eben schnell ein Objekt generiert, um Optionen mitzugeben in eine Funktion, also diese Art, wo man in C-Sharp natürlich wieder sich eine ganze neue Klasse in einer ganzen Datei anlegen muss. Hier definiert man einfach, man hätte gerne als Übergabewert nicht die 5, 6 Werte, sondern ein einzelnes Objekt. Und das sieht dann natürlich direkt auch im Aufruf viel, viel schöner aus. Man hat auf einmal Parameter mit Namen drin, man übergibt das Objekt, man kann den Code viel besser lesen. Also so langsam kamen wir dahinter, die alten
Lernsachen, selbst das, was wir in C-Sharp gelernt haben, funktionierte schon bei den allereinfachsten Sachen nicht mehr. Wir kamen dahinter, wie man mit Node, mit so gewissen einfachen Patterns in JavaScript letztendlich die Probleme angehen kann und den Code entsprechend anders schreibt. Ja, wir haben also angefangen mit dem untypisierten JavaScript, unsere Microservices zu bauen. Das sah dann so aus, da wurde über die Rechtschnittstelle wurden dann JSON-Objekte reingegeben. Dann gab es die Verarbeitung da drin, wurden ein bisschen transformiert, abgewandelt, angereichert und irgendwann wurden sie in die Datenbank geschrieben. Und zunächst waren wir unheimlich begeistert, welche Flexibilität wir haben. Wir mussten nicht diese blöden Klassen anlegen, wir konnten einfach die Objekte erzeugen, transformieren haben auch das Ergebnis dann in der Dokumentdatenbank abgespeichert. Das ist auch noch, wenn man vorher mit so einer relationalen Datenbank gearbeitet hat, auch erstmal ein sehr einfaches Vorgehen, weil wir mussten auch keine Spalten mehr anlegen, wenn wir neue Felder hatten. Einfach das Dokument rein und das war's. Anfangs hatten wir CouchDB benutzt und hinterher sind wir auf Cassandra gewechselt. Was haben wir gemacht? Wir haben ausschließlich eingehende Restaufrufe validiert, weil da muss man ja misstrauisch sein. Das kriegen wir schon hin. Das haben wir früher ja auch hingekriegt. Haben so ein bisschen vergessen, dass die Klassen da waren, aber das sollte erstmal reichen. Das, was wir zusätzlich noch gemacht haben, ist, wir haben in den Node-Modulen die Schnittstellen, die da exportiert werden. Da haben wir JS-Doc benutzt, wie wir es vorhin auch schon gesehen haben, um eben zu dokumentieren, welche Parameter die einzelnen Aufrufe da brauchen. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, das ist mehr eine Art Dokumentation und keine Validierung. Ja, dann sind wir auf Probleme gestoßen. Zum einen fehlte uns dann eine Übersichtlichkeit, wenn der eine Entwickler was geschrieben hat, der andere hat sich's angeguckt. Was sind jetzt die Daten, die da rein und rausgehen sollen? In den Tests sieht man irgendwelche Beispiele, aber so eine richtige, vollständige Beschreibung, was so ein gültiges Objekt ist, welche Eigenschaften verpflichtend sind, das gab es nicht. Und dann innen drin war das Ergebnis, ja, dass die Kommunikation zwischen dem Microservice oder auch nicht mehr so reibungslos funktioniert, weil die Erwartungen, die der eine an den anderen hat, die wurden nicht erfüllt. Und was die Sache dann noch verschlimmert hat, dann traten Fehler auf. In einer typisierten Sprache meckert eigentlich der Compiler häufig schon. Hier war es dann so, da knallt es irgendwo, obwohl der Fehler eigentlich an einer ganz anderen Stelle lag, weil wenn man so ein JavaScript ausführt, das versucht ja irgendwie alles noch auszuführen, was irgendwie geht und ist da wenig kritisch. Wie sind wir dann aus dem Problem rausgekommen? Ja, wir haben deutlich mehr validiert. Wir sind hingegangen und haben sämtliche Aufrufe, egal ob sie von extern oder intern kamen, haben wir validiert. Auch bevor wir es in die Datenbank gespeichert haben, auch das wurde validiert und damit dann entsprechend auch dokumentiert, was da die Erwartungshaltungen sind an die Schnittstelle in den Service rein und auch zwischen der Logik und der Datenbank. Wie sieht das Ganze im Code aus? Wir haben hauptsächlich benutzt. Hier ein kleines Beispiel. Da ist ein Subscription-Schema hinterlegt mit einer Subscription-ID, einer E-Mail, einer Produkt-ID. Die Typen sind angegeben, die dort stehen müssen. Und auch, ob die Felder verpflichtend da sein müssen oder nicht. Und dann kann ich eben ein entsprechendes Objekt validieren. Und ich habe das Ganze auch dokumentiert. Also wenn sich ein anderer Entwickler hinter angucken möchte, was erwartet denn die entsprechende Schnittstelle hier, dann steht es da. Eine Alternative zu Joy, zu der wir dann noch später zunehmend gewechselt sind, JSON-Schemata. Dasselbe Beispiel, hier werden dann die Properties definiert als JSON-Objekt, während wir vorhin einen JavaScript-Code hatten und dann findet eine Validierung statt.
Wenn man das Ganze mit Joy und JSON-Schema ein bisschen vergleicht, das, was am Anfang an Joy sehr begeistert, ist unheimlich kompakt. Es ist sehr mächtig, weil ich schreibe ja nicht nur ein JSON-Objekt, sondern ich habe Code, den ich da schreibe. Kommt auch direkt der Nachteil mit. Das ist eigentlich nur für Leute zu gebrauchen, die JavaScript schreiben. Gibt auch Konvertierung in JSON-Schema zum Beispiel, wobei da funktioniert dann meistens nur so 90-95% problemlos. Ja, bei einem JSON-Schema, das ist recht standardisiert, gibt es einen Riesenhaufen an Packages, die validieren, und auch einige davon sind deutlich performanter. Das haben wir mal zu spüren gekriegt, als wir das in einem Reporting-Bereich eingesetzt haben, wo wir große Datenmengen haben. Da haben wir einen deutlichen Performance-Gewinn gemacht, dadurch, dass wir da JSON-Schema statt Joy verwendet haben. Wenn man wenige Datenmengen hat, spielt es keine Rolle, aber bei so einer großen Datenverarbeitung im Hintergrund kann das schon zum Tragen kommen. Das JSON-Schema ist natürlich dann auch hervorragend zur Weitergabe oder Dokumentation geeignet, weil es einfach nicht JavaScript-spezifisch ist. Und die JSON-Schemata lassen sich auch wunderbar ineinander schachteln, Teile davon wiederverwenden. Ja, was haben wir daraus gelernt aus den Geschichten? Das mit diesem Untypisierten, was am Anfang begeistert hat, weil man so faul sein konnte und wenig machen musste, hat Probleme mit sich gebracht, kann man in den Griff kriegen, wenn man dann ein bisschen die Daten auch validiert. Und insgesamt waren wir von dem JSON-Schema, es hat uns am Ende besser gefallen, als die Dinger mit Joy zu beschreiben. Da war eine kurze Frage. Ja. Ja, die Frage war, ob wir Test-Driven Development benutzen. Da kommt gleich noch ein kleines Kapitel zu. Also die Antwort ist ja, und trotzdem hatten wir diese Fehler. Wer sich dafür interessiert, wir können nachher vielleicht in einer kleinen Runde dann über Details nochmal reden. Weil jetzt geht die Reise erstmal noch ein bisschen weiter. Wir haben so gut 3, 4, 5 Monate mit Node entwickelt. Wir haben Microservices gebaut. Es kommen natürlich langsam immer mehr Features. Die Microservices, also wenn ich jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel vom Anfang. Wir haben einen Microservice, der kümmert sich um das Managen von den Subscriptions, und dann gibt es 2 andere kleine Microservices, die dieser Subscription Manager braucht. Einmal brauchen wir Exchange Rates, falls wir Währungen konvertieren wollen, und dann brauchen wir die Tax Rates, wenn wir Steuernberechnungen innerhalb der EU zum Beispiel machen wollen, Mehrwertsteuerberechnung. Und was natürlich ist, es kommen mehr Features in eine Subscription rein. Man will nicht nur ein Renewal machen, man will ein Upgrade machen, man will ein Downgrade machen, man will Services machen, man will ein Upgrade mit Services machen, man will canceln, man will Schedule canceln. Es kommen immer mehr Features in dieses Subscription Management rein. Das heißt, es wird größer und größer und größer, und irgendwann war so die Bezeichnung Micro so ein bisschen irreführend für diesen Service. Was wir dann eingesetzt haben, ist dann die große Axt. Das heißt, es wurde diskutiert, wie kriegen wir diesen Subscription Manager, der jetzt schon unangenehm groß geworden ist, wo wir alle gesagt haben, nee, da haben wir keinen Überblick mehr drüber, man kann sich nicht schnell herausfinden, was da denn eigentlich passiert. Der wurde zerhackt. Und letztendlich, das ist auch so ein bisschen der aktuelle Stand, aus dem Subscription Manager wurde einerseits eine Komponente herausgezogen, die sich fachlich um alles gekümmert hat, was sich um die Preisberechnung, um das Billing gekümmert hat. Das heißt also, der Subscription Manager war nicht mehr abhängig von den Exchange Rates und den Tax Rates, sondern nur noch von dem Billing Calculator, welcher dann wieder Abhängigkeiten hatte. Und außerdem kamen neue Features nicht mehr in das Subscription Management hinein, sondern die wurden nach außen, also wurden in eigene Microservices hineingezogen. Zum Beispiel das Versenden von einem Renewal Reminder oder das Usage Recording von einer Subscription, falls es da besondere Usages gibt, die abgerechnet werden müssen. Oder auch eine Komponente, die wir herausgezogen haben aus dem Subscription Manager, ist alles, was sich um zeitliche Triggers gekümmert hat, also das Schedulen von irgendwelchen Subscriptions. So, und somit haben wir es dann geschafft, den Subscription Manager immer wieder
kleiner zu machen. Das heißt, wir hatten immer so eine Zeit, wo er wuchs und dann, wo wir gesagt haben, nee, jetzt ist es zu groß, jetzt schneiden wir wieder Teile hinaus. Und so entstanden dann letztendlich unsere Topologie von Microservices mit den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen. Und das Wichtige hierbei, wo wir uns immer haben leiten von lassen, ist, dass wir halt die Schnitte machen, nicht unbedingt in technischer Hinsicht, sondern danach, was ist der Business-Fokus von einem Microservice. Ja, und daran sieht man dann auch, wenn man jetzt hier so mal so ein einfaches, wenn man mal durchgeht, was passiert denn hier bei einem typischen Business-Fall. Das heißt, man hat Services und die sollen increased werden. Wir haben jetzt wieder unseren Softwarehersteller, die Allsoft Company, und die sagt jetzt dem Subscription Manager, macht einen Request. Hey Subscription Manager, für Subscription 1, 2, 3, 4, 5, erhöhe doch bitte mal die Services, die Anzahl User, die diese Subscription beinhaltet. Was der Subscription Manager dann natürlich machen muss, ist erstmal berechnen, wie viel kostet denn das Ganze. Zur Kostenberechnung muss dann wieder der Microservice für die Exchange Rates angefragt werden und der Microservice für die Tax Rates. Letztendlich ergibt sich dann die Kostenberechnung dadurch, und wenn die Kosten berechnet sind, dann muss also dieses Payment angefragt werden für diesen Increase der Services. Das heißt, der Payment Requester Microservices kommt zum Einsatz, der dann letztendlich mit unserem Payment Gateway redet, was wir selber ja nicht programmieren wollten, was nicht in unserem Scope ist. Irgendwann kommt dann eine Notification von dem Payment Gateway, hey, die Bezahlung ist durchgegangen, der Kunde wurde belastet. Das empfängt dann der Microservice für die Payment Notifications, welcher dann letztendlich wieder dem Subscription Manager Bescheid sagt, ja, das Payment ist durch, alles hat funktioniert. Und der Subscription Manager muss sich dann drum kümmern, oder der Subscription Manager vermerkt das in der Subscription, und das bekommen dann wieder verschiedene andere Services mit. Also zum Beispiel geht dann eine E-Mail raus an den Kunden, hey, hier hat alles funktioniert. Weiterhin bekommt das Reporting and Analytics mit. Hier wurde eine Subscription verändert. Wenn man jetzt einen Report macht, dann müssen natürlich andere Daten rauskommen. Und außerdem gibt es einen Notification-Sender, der dann asynchron alles weitersendet, letztendlich an den Softwarehersteller, der dann davon Bescheid bekommt, jetzt hat sich an der Subscription tatsächlich was geändert. Also man hat hier ein feines Zusammenspiel, eine Orchestrierung von den ganzen Nachrichten, die schon in so einem typischen Businessfall eigentlich, das ist jetzt weder ein besonders schwerer noch ein besonders leichter Businessfall, da sieht man schon, dass hier die Nachrichten zwischen den Services und dass das Zusammenspiel dieser Services durchaus ein bisschen komplexer sein kann. Was dann halt auch passiert, ist natürlich mit den mehr Services, die man macht, und mehr Features, die man macht, wurde es dann nachher oder letztendlich im Laufe der Zeit auch immer größer, die ganze Plattform. Das heißt, man braucht auch mehr Entwickler, um die entsprechenden Features in der entsprechenden Zeit umzusetzen. Und was wir da natürlich gemacht haben, ist, klar, man splittet das anfängliche kleine Team, das wird größer und größer, und irgendwann, wenn man splittet, man es auf. Und jetzt bieten sich die Microservices natürlich ideal dazu an, dass man jetzt sagt, man splittet die Teams so auf, dass die Teams, die Microservices, sich nicht teilen, sondern Zuständigkeiten bekommen für die einzelnen Microservices. Das heißt, man hat auf der einen Seite das Team Subscription und Billing, was sich um den ganzen Ablauf einer Subscription kümmert, und man hat auf der anderen Seite das Team Reporting und Analytics, welches sich um die Microservices kümmert, welche für das gesamte Reporting zuständig ist. Das Importieren von Subscription in die Reporting Engine und das Abarbeiten der Queries und so weiter. Und was uns ganz wichtig war, ist einerseits natürlich, dass die Microservice, dass die Schnittstelle zwischen den beiden Teams möglichst klein ist. Dass also, wenn man schon sieht, bei der Aufteilung, man kann ja schon grob absehen, was gibt es denn jetzt so in Zukunft für Features, für mögliche Sachen, die entwickelt werden können. Dass wir also sicher sind, dass die meisten Features innerhalb eines Teams entwickelt werden können, mit den Microservices, die dafür da sind, weil ja auch gerade diese Microservices eine fachliche Trennung der Teams ermöglichen. Und das andere, was uns wichtig war bei den Teams, dass wir also sagen, es gibt auf gar keinen Fall Shared Code zwischen den einzelnen Teams, sondern wenn es denn dann solche Packages gibt, wo Sachen implementiert sind, die eigentlich für alle nötig sind, wie zum Beispiel Logging oder IDs generieren oder
jetzt hier Timespans und Lookups einfach mal beispielsweise, dann gehören diese Packages auch in ein Team herein und dann benutzen wir diesen ganz normalen GitLab oder GitHub Prozess mit falls ein anderes Team irgendein Feature in einem Package haben möchte, dann gibt es entsprechend einen Branch dafür und dann nachher dann ein Merge-Request, sodass halt immer noch der Eigentum von einem Package in einem Team dann selber drin ist. Auf gar keinen Fall wollen wir irgendwo Shared Code zwischen den Teams haben. Ja, was auch natürlich aufgetreten ist, ist, wir wollen unseren Monolithen, der muss immer noch weiter benutzt werden, das alte System, habe ich eingangs erwähnt, um Abrechnungen zu machen, um jetzt wirklich den Bezahlungsvorgang zu machen. Da wollten wir uns in unserer Subscription-Welt nicht selber drum kümmern. Das heißt, was es dann typischerweise gibt, ist halt Anti-Corruption-Services, die also diesen Monolithen ein bisschen wegkapseln, bestimmte Eigenschaften verfügbar machen von diesem Monolithen, ohne dass ich jetzt unsere schöne Microservices-Welt direkt an diesen Monolithen heranprogrammieren müssen. Das heißt, dieser Monolith, der sollte schrumpfen, der wird immer weniger benutzt oder immer weniger Features werden von dem benutzt, wohingegen das Wachstum, die Entwicklung bei uns tatsächlich ausschließlich in dem Microservice-Bereich passiert. Ja, was haben wir da gelernt jetzt im Laufe der Zeit? Was sehr gut klappt, ist wirklich die Auftrennung von Microservice nicht nach einem technischen Aspekt, sondern nach Fachlichkeit, auch wenn es sich manchmal ein bisschen seltsam anfühlt am Anfang, aber im Laufe der Zeit konzentrieren wir uns immer mehr darauf oder gehen wir einfach dahin, dass wir Microservices dementsprechend auftrennen. Was gut klappt, ist, Microservices erstmal ein bisschen wachsen zu lassen und dann irgendwann schmerzt es dann halt und dementsprechend an dem Zeitpunkt können wir sie dann zerhacken. Wir wollen Abhängigkeiten minimieren, nicht nur sowohl zwischen Microservices, aber viel wichtiger auch zwischen den Teams, die sich um die Microservices kümmern. Dazu ist es nötig, dass wir kleine Schnittstellen haben und natürlich dann entsprechend auch nötigerweise stabile Schnittstellen. Ja, dann kommen wir zu dem Thema, was gerade schon mal angesprochen wurde, Testen. Wir haben uns von vornherein gesagt, wir wollen komplett automatisiert testen, wir wollen ja wieder häufige Releases machen. Bevor wir dann auf die Erfahrung mit Microservice kommen, schauen wir uns mal an, was ist denn so bei so einem Monolithen eigentlich üblich. Man natürlich auch hier noch erwähnen muss, den Monolithen, den wir angefangen haben 2005 zu bauen, damals war testgetriebene Entwicklung noch nicht so weit verbreitet. Da wurde hauptsächlich manuell getestet. Irgendwann wurde das dann immer populärer. Man hat das dann auch versucht, nachträglich in diesen Monolithen noch reinzubauen. Monolith ist etwas sehr, sehr Großes. Wenn ich da jetzt einfach einen Systemtest bauen würde, dann habe ich das Problem, dass ich sehr viel erstmal entwickeln muss, bevor ich eine Rückmeldung kriege, weil das, was ich da tue, muss da durch diese ganzen Schichten durchlaufen, von irgendeiner Frontend-Schicht über die Backend-Verarbeitungsschicht hinten in die Datenbank und wieder zurück. Und erst dann kriege ich mit, ob das Ganze geklappt hat. Also ich entwickle sehr lange und dann sehe ich erst die ersten Ergebnisse. Das, was man dann üblicherweise tut, baut in der Regel eigentlich keine Systemtests, sondern man baut Unit-Tests. Das heißt, wir haben sehr kleine Tests, die irgendwelche Code-Schnipsel abprüfen, dann darauf aufbauen, Integrationstest und Systemtest, um einfach dieses große Ding da irgendwie in den Griff zu kriegen. Der Nachteil, den wir da so ein bisschen erlebt haben, ist, dass während der Entwicklung der Fokus eigentlich nicht auf die Features ist, die wir entwickeln, sondern auf irgendwelche Methoden, die wir dann in irgendwelche Klassen reinsetzen und ja, da sind dann mehr so technische Aspekte, die in den Vordergrund rücken und eigentlich nicht das, was das Ding hinter können soll. Glücklicherweise haben wir dann festgestellt, bei Microservices können wir das ein bisschen anders machen. Wir haben also hier wieder so eine schematische Darstellung von Microservices, ein paar Packages. Und was für Tests schreiben wir hier? Naja, wenn man ein Package entwickeln, dann wird natürlich die Schnittstelle, die dieses Package nach außen gibt, abgetestet.
No-Jackisches, auch da gilt die Regel, die Dinger sollen klein sein. Insofern gibt es auch hier keinen Grund, nochmal irgendwie eine Ebene drunter zu geben oder sowas. Funktionalität von dem Package wird also abgetestet. Und das Package selbst ist dann eine Blackbox und hoffentlich auch eine kleine Blackbox. Zusätzlich und eigentlich die wichtigsten Tests, die wir haben, sind Microservice-Tests. Das heißt, wenn wir ein Feature für ein entwickeln und ein Microservice dann entsprechend angepasst erweitert werden muss, dann schreiben wir da Tests, die das gewünschte Verhalten von diesem Microservice, der eine bestimmte Fachlichkeit zur Verfügung stellen wird, wiedergibt. Und auch hier, Microservice ist nicht allzu groß, es ist ein Microservice. Das heißt, auch da Unit-Tests brauchen wir nicht. Wir können diesen Microservice als Blackbox betrachten, was hinterher auch sehr angenehm ist, wenn man mal refactoren muss, weil die Schnittstelle nach außen muss eh stabil sein. Innen drin gibt es keine Tests, die man auch noch umschreiben müsste. Das, was wir natürlich zusätzlich brauchen, ist auch noch, dass wir sicherstellen, dass das Zusammenspiel der Microservice funktioniert. Und da haben wir Integrationstests, und Integrationstest meint halt hier, dass wir das Zusammenspiel der Microservices testen, wie die hinterher da arbeiten. Das Interne haben wir vorher schon getestet. Man kann die Dinge auch, also praktisch gesehen sind das wirklich Ende-zu-Ende-Tests, die dann da stattfinden. Von denen gibt es dementsprechend dann auch nicht mehr so viele wie von den Microservice-Tests. Wie sieht das Ganze praktisch aus? Wir benutzen Mocha als Framework. Hier geht es um eine ganz vereinfacht dargestellt, das Anlegen einer Subscription, da wird der Service gestartet. Haben wir da eine REST-Schnittstelle, und da ist sowas wie Hippie eigentlich ganz nett. Mit Hippie können wir die Erwartungen an diese REST-Schnittstelle formulieren. Wir wollen da einen Post hinmachen, senden da so ein paar Daten, und dann erwarten wir eben entsprechenden HTTP-Statuscode als Ergebnis und können dann auch noch den Body oder Teile davon überprüfen, und anschließend stoppen wir den Service wieder. Das ist so die Art von Test, die wir schreiben, und das steht auch immer am Anfang, und dann wird geguckt, dass das Ganze funktioniert. Das Wesentliche davon nochmal zusammengefasst. Hauptbestandteil, wenn wir entwickeln, sind diese Microservice-Tests. Die werden am Anfang geschrieben, und dann werden eigentlich die Features entwickelt. Im Rahmen dessen, die anderen Microservices, die eventuell damit reinspielen, die mocken wir weg. Dazu benutzen wir das NOC-Package. Und das Schöne ist jetzt auch im Gegensatz zu dieser Testpyramide, wir kriegen wirklich einen stärkeren Fokus auf die Features, die wir wirklich entwickeln wollen, auf das Verhalten, was unser System beibringen wollen, und nicht auf irgendwelche technischen irgendwelche Details, die da eine Rolle spielen, irgendwelche Klassen und Methoden, die da drin sind, sondern eben auf das Verhalten unserer Microservice, was ja sich auch an den Fachlichkeiten orientieren soll. Manchmal gibt es so als Einwand, dass da die Tests dann vielleicht ein bisschen langsam sind, weil die sind ja schon ein bisschen höher als so ein typischer Unit-Test. Auf der anderen Seite wollen wir Microservice entwickeln, und meistens ist, wenn es dann tatsächlich mal zu langsam wird, ist eher der Grund, dass das Ganze kein Microservice ist, sondern dass im Laufe der Zeit gewachsen ist und eigentlich wieder kleiner gemacht werden sollte. Die Packages auch nochmal zusammengefasst, die wir hier verwenden, mit denen wir eigentlich sehr, sehr glücklich im Laufe der Zeit sind, ist Mocha als Framework für die Verhaltenstest, und Chai, um dann je nachdem noch Erwartungen abzuprüfen, und speziell für die REST-Schnittstellen Hippie. Ja, jetzt haben wir Microservices im Einsatz, und die wollen natürlich auch miteinander reden. Und da hat sich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen bei uns noch mehr, ja, wir haben dazugelernt, sagen wir mal so. Was natürlich trivial ist, ist, wenn einfach ein Microservice mit einem anderen Microservices redet. Klar, dann über die REST-Schnittstelle GET-Request, und er bekommt die Antwort. Das ist so simpel, da haben wir jetzt auch gar keine eigene Folie für. Interessanter wird es schon, wenn man die Microservices ein bisschen entkoppeln will voneinander und die unabhängiger voneinander machen will. Was wir dann zum Teil eingesetzt haben, ist halt ein Message-Bus, der dann die einzelnen Microservices miteinander verbindet.
wir hatten hier ja, seit Anfang an RabbitMQ genommen. Und da ist eigentlich ja dieses typische Publish-Subscribe-Pattern. Ein Microservice publiziert einfach bestimmte Nachrichten. Bei uns sind das auch im größtenteils Events, die dann publiziert werden. Und andere Microservices können sich dann völlig unabhängig davon, von diesem Publisher zum Message-Bus subscriben und empfangen dann entsprechend diese Nachrichten. Und so hat man da eine sehr schöne zeitliche und auch von den Abhängigkeiten her reduzierte Entkopplung der verschiedenen Microservices. Das, was uns zum Teil daran gestört hat im Laufe der Zeit, war diese Abhängigkeit von dieser zusätzlichen Komponente, von diesem Message-Bus. Und deshalb sind wir auch sind wir bei vielen Problemstellungen, wo wir die Kommunikation brauchten, dazu übergegangen, das mehr in den Microservice selber reinzutun. Das heißt, der Microservice selber ist dafür zuständig, seine Nachrichten, seine Events vorzuhalten intern in der Datenbank, und die anderen Microservices, welche daran interessiert sind, können dann über eine spezielle REST-Schnelle diese Events abrufen und kümmern sich dann jeweils selber darum, dass sie sich synchronisieren. Also so ist es durchaus möglich, den Message-Bus, diese zentrale Komponente zu eliminieren, allerdings natürlich mit dem Nachteil, dass man sich sehr stark selber darum kümmern muss, wie synchronisieren sich, wie funktioniert dieser Synchronisationsmechanismus. Wir haben da also durchaus sehr viel auch eigenen Code dafür investieren müssen und Zeit. Ja, so ein bisschen, da kann man jetzt schon ein bisschen so dran merken, wie ich das erzähle. Eigentlich gibt es da keine perfekte Lösung jetzt für. Es gibt kein Kochrezept, wie kommunizieren Microservices miteinander. Es ist eher die Frage, wie sieht überhaupt das Problem aus, was will ich denn überhaupt lösen? Man kann einerseits asynchron oder synchron miteinander reden, mit einfachen Requests, eine 1-zu-1-Kommunikation synchron, ganz simpel. Man kann asynchron Nachrichten verschicken über einen Message-Bus oder man kann auch statt dem Message-Bus HTTP benutzen. Was halt das Wichtige ist, was wir auch lernen mussten, wenn man miteinander kommuniziert, dann kann man entweder sich darauf konzentrieren, dass man wirklich stabile Schnittstellen hat, die auch schon am Anfang durchdacht sind und die auch stark geplant sind, weil eine Änderung dieser Schnittstellen ist relativ teuer, oder man geht halt darauf ein, dass man sagt, man weiß noch nicht alles am Anfang, man will agil sein, man will schnell seine Microservices entwickeln, hat dann aber auch entsprechend nachher in diesen Schnittstellen dann Probleme, muss die ändern, und das hat auch entsprechende Kosten dann natürlich. Also da sind wir an so einem Punkt, wo wir selber sagen, manchmal ist es schön, schnell zu entwickeln und dann die Schnittstellen einfach schnell zu haben, aber dann trotzdem nachher die Kosten eingehen zu müssen, diese wieder zu ändern. Oder manchmal ist es auch gut, dass man sagt, man will stabile Schnittstellen und investiert die Zeit am Anfang da entsprechend auch gut zu planen. Ja, dann noch ein Thema. Wir haben verteilte Systeme. Eventual Consistency spielt da mit rein. Was bedeutet das? Das bedeutet, meine Daten sind irgendwann mal konsistent, irgendwann in der Zukunft, unter der Annahme, dass dazwischen nicht wieder geschrieben wird. Das, was so häufig begegnet, ist, klar, wir haben das Problem, weil wir Microservice haben, wir haben verschiedene Services, die man da kommunizieren müssen. Und dann haben wir noch diese Datenbanken, so NoSQL-Datenbanken wie zum Beispiel Cassandra oder sowas, die mir auch nicht mehr so diese Transaktionssicherheit generieren, die ich da habe. Und die beiden Sachen zusammen führen dazu, und häufig wird das so als Feature verkauft. Cool, wir machen das Eventual Consistency. Das ist ein riesen Missverständnis. Dieses Eventual Consistency bringt einen Haufen Probleme mit sich, die ich sonst eigentlich nicht habe, mit denen ich dann klarkommen muss. Da auch Google ist zum Beispiel in der letzten Zeit dahin gegangen und hat gesagt, nee, also wir bauen wieder Datenbanken, die richtige Transaktionen können, und das auch weltweit, weil
die glauben, dass es, die haben natürlich die Möglichkeiten, so ein Ding zu bauen, die glauben, dass es besser ist, sich mit Performance-Problemen darum zu kümmern und darum zu kämpfen, als um diese Venture Consistency. Wollen wir mal so ein praktisches Beispiel angucken, wo wir da ein Problem hatten. Unser Softwareanbieter Olsoft, der hat eine Subscription, die läuft ein bisschen anders ab, weil ich gehe eher so einen Rahmenvertrag ein und dann habe ich so einmal Belastungen, die ich dazwischen mache. Und aber den Kunden, den kennt er und deswegen möchte gerne, dass diese Einmalbelastungen individuelle Preise haben und auch mit individuellen Namen versehen sind. Und was hat er da gemacht? Der ist einfach hingegangen und hat erstmal ein neues Produkt angelegt, wo dann ein kundenspezifischer Name drin stand. Das Ganze abgespeichert und unmittelbar danach hat er unserem Bestellverarbeitungssystem hier an der Stelle gesagt, so, das Produkt soll jetzt von diesem Kunden gekauft werden. Und das hat er wirklich sehr zügig gemacht, und zwar so zügig, dass dieser Microservice, der das nun verarbeiten sollte, der kannte das Ding noch gar nicht. Der war noch nicht dazu gekommen, diese Daten zu sich rüber zu synchronisieren. Das hat er erst später gemacht. Und damit haben wir so ein typisches Problem. Wir haben zwei Microservices und der eine hat noch nicht die Daten vom anderen. Das, was jetzt üblicherweise passiert, man kann sich da sehr kreativ mit auseinandersetzen, wie man aus diesem Problem rauskommt. Was könnten wir machen? Naja, könnten sagen, ja, Eventual Consistency ist ja ganz toll. Unser Cloud-Anbieter soll auch fortschrittlich sein und soll auch Eventual Consistency können. Das ist natürlich ein bisschen nicht ganz ernst gemeint. Eine andere Lösung wäre, dieser Microservice, bei dem man die Produkte anlegen kann, der soll eben mit der Bestätigung, dass das Produkt erfolgreich angelegt wurde, warten, bis das auch zu den anderen Microservices synchronisiert ist. Das ist ein bisschen blöd, weil da muss er wissen, wo das hingeht und ob es auch da angekommen ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass derjenige, der diese Bestellung verarbeitet, wenn er einfach feststellt, oh, hier will jemand ein Produkt kaufen, das gibt es noch nicht, dann synchronisiere ich doch nochmal und gucke, ob das nicht gerade dann gleich schon kommt. Oder dann gar keine technische Lösung in dem Sinne mehr, sondern mehr so eine fachliche. Naja, vielleicht ist der Anwendungsfall ja eigentlich ein ganz anderer. Eigentlich will der gar keine Produkte anlegen, sondern der möchte eine Belastung machen und dabei dynamisch angeben, wie das Produkt heißen soll und wie es kosten soll. Und in dem konkreten Fall war das dann auch die Lösung. Das heißt, wir haben da die Schnittstelle entsprechend angepasst und man kann jetzt dynamisch übergeben, wie die Produkte heißen und was sie kosten. Ja, es geht so langsam ein bisschen zu Ende mit der Reise. Jetzt kommen so ein leicht unangenehmes Thema für Entwickler. Dokumentation, eine API gerade, der Fokus darauf, eine API ist wertlos, wenn sie nicht dokumentiert ist, weil dann kann sich keiner dagegen implementieren. Und gerade die Dokumentation muss da eine besondere und auch die Zuverlässigkeit der Dokumentation muss da besonders gut sein, weil es ist total ärgerlich, wenn ich mich gegen eine API implementiere und in der Dokumentation steht ein Schema drin und die API will eigentlich ein anderes Schema haben. Wir haben angefangen mit etwas, was total schnell ging. Es gibt eine Reihe von Anbietern draußen, wo man wirklich extrem schnell eine sehr schöne Dokumentation erstellen kann. Hier beispielsweise readme.io, wo es wirklich möglich ist, innerhalb von ein paar Tagen eine sehr schöne, auch auf API spezialisierte, auf APIs, auf REST-APIs spezialisierte Dokumentation online zu nehmen. Das Riesenproblem, was wir dabei hatten, ist halt wirklich, wir haben einerseits entwickelt, haben in unserem Code geschrieben, eine Subscription sieht so und so aus, das Schema ist das und das und in der Dokumentation war dann nachher ein Tippfehler drin, statt Subscription ID stand da als Subscription IP oder sowas und schon lief das auseinander. Also es gab keine eine Quelle, wo halt dokumentiert ist, wie sieht unsere API aus. Ja, und das heißt, wir sind dann letztendlich davon weggegangen und haben angefangen, so ein bisschen Code und Dokumentation
viel mehr zu kombinieren. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt so eine Art Routendateien, wo halt nicht nur drin steht, was ist der Pfad, was ist die Methode und was wird gemacht, also was ist die HTTP-Methode und was wird gemacht, wenn diese Route aufgeführt wird, sondern es steht halt direkt in der gleichen Datei noch drin, wie heißt, also was ist der Name dieser Route, was ist die Summary und eine kurze Description dieser Route und auch direkt diese Validierung für, also die ganzen Schematas für Body, für die verschiedenen Responses und so weiter. Und was wir dann machen können, ist nicht nur, dass wir einerseits den Server damit starten und die Routen damit konfigurieren und damit validieren, sondern dass wir auch einfach sämtliche Routendateien nehmen und die halt konvertieren in ein Standardformat für API-Dokumentation. Das ist hier Swagger, mit dem wir wirklich sehr gute Erfahrungen gesammelt haben, was halt ein maschinenlesbares Format ist für eine API-Beschreibung, für eine API-Dokumentation. Und was wir dann letztendlich damit machen mit diesem Swagger, ist halt schöne Webseiten generieren, wo dann direkt diese Namen, also diese Summary, Description und auch die ganzen Schematas verwendet werden können, um die Dokumentation schön zu generieren, schön darzustellen, sodass wir im Endeffekt nur noch eine Source of Truth haben für unsere gesamte API. Ja, ist klar, API-Dokumentation ist unverzichtbar, gerade bei so einem API-lastigen Produkt, aber was sehr wichtig ist, man braucht eine Quelle für Routen, für Schemata und da hat uns dann auch gerade als dieses Zwischenformat dann Swagger sehr weitergeholfen. Ja, Deployment hatten wir vorhin schon angemerkt, dass wir das jetzt auch selbst machen, was auch eine sehr große Herausforderung von uns war, weil wenn man sich leicht vorstellen kann, wenn man C# entwickelt, benutzt man tendenziell auch eher Windows-Betriebssysteme. Das haben wir jetzt nicht mehr getan. Entwickelt haben wir auf Macs und unser Produkt läuft auf FreeBSD und Ubuntu. Ja, da haben wir plötzlich die Kommandozeile für uns entdeckt und am Anfang war das sehr rudimentär, unser Deployment. Wir haben uns auf einem Rechner eingeloggt und da einen entsprechenden Ordner reingegangen, haben Git Pull gemacht und einfach die Services neu gestartet. Das war unser erstes Deployment. Da war ein bisschen im Laufe der Zeit so ein bisschen umständlich und auch nicht so ganz nachvollziehbar, wie die Systeme eigentlich aufgesetzt sind. Da sind wir zu Ansible gekommen. Dort kann man entsprechende Playbooks konfigurieren, die dann eine Erwartung formulieren, wie das System aussehen soll. So ein Playbook wird dann einfach gestartet und geht dann dahin und guckt, dass die entsprechende Software da ist, dass die Benutzer da sind, holt die Sachen von Git ab, startet die Services neu, macht einen NPM-Install, alles was dazugehört. Mittlerweile machen wir noch einen Schritt mehr. Wir benutzen oder sind dabei, auf Docker umzustellen und das Ganze in einem Kubernetes-Cluster laufen zu lassen. Dann wird einfach ein Skript ausgeführt, das eben einen Docker-Container erstellt, den in der Docker-Registry publiziert. Und dann werden die Dinger in Kubernetes ausgeführt. Was haben wir aus diesen ganzen Sachen gelernt? Das Allerwichtigste ist klein anfangen, nicht mehr machen, als erstmal nötig ist, weil wir wollen in erster Linie Software entwickeln, im Laufe der Zeit dann wachsen und ja, etwas, was so als Webscale irgendwie bezeichnet wird. Man sollte nicht zu viel auf Google, Facebook oder so kümmern, weil die meisten von uns sind, glaube ich, doch eine Ecke kleiner, deswegen da auch die Sachen nicht übertreiben, weil man kann da sehr viel Zeit reinstecken und eigentlich ist es nicht nötig. Und was sich sehr, sehr bewährt hat, ist, dass das, was man gebaut hat, auch selbst ausführt, weil dann weiß man, wo man nachzubessern oder zu korrigieren hat. Ja, und als letztes Thema, das System ist entwickelt oder ist noch in der Entwicklung, die Dokumentation ist da, wir haben es deployed, es wird benutzt. Was passiert denn da eigentlich jetzt gerade drauf? Und das ist bei Microservices auch natürlich ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwieriger, weil man hat natürlich eine Reihe von Fragen, die man so in einem Monolithen früher nicht hatte. Laufen überhaupt alle Microservices? Treten Fehler auf? Und wenn ja, wo treten die Fehler denn auf? Wo und wie wird denn überhaupt das System
benutzt, welche Aufrufe werden in welchen Services gemacht, wie lange dauert denn überhaupt die Bearbeitung einer Anfrage, wenn so eine Anfrage durch mehrere Microservices hindurchgeht. Und dann auch noch solche Business-Fragen, wo werden denn die Subscriptions abgeschlossen, von wem und letztendlich brauchen wir also ein wirklich mehr Logging und intelligenteres Logging, als wir das früher im Monolithen eigentlich hatten. Bei Node gibt es da eigentlich so zwei verschiedene Logging-Lager, die einen benutzen Bunyan, die anderen Winston. Wir sind auf Bunyan gegangen. Das Bunyan selber ist erstmal relativ straightforward. Das Interessante ist halt, dass man da immer nicht nur eine Log-Nachricht mitgibt, sondern auch noch ein ganzes Objekt mit reinstopfen kann in dieses Logging und da bestimmte Eigenschaften, die aktuelle Eigenschaften mitliefert. Und was dann nachher dabei rauskommt, ist nicht eine Zeile Text, was irgendwie passiert ist, sondern ein strukturierter Log, wo halt sowohl drin steht, wo es passiert ist, als auch hier diese Eigenschaften, die man vorher mit da reingetan hat, noch mit da drin stehen. Also hier diese Subscription-ID, die ich eben mit in den Log reingetan habe, den finde ich dann auch wieder nachher in dieser Log-Ausgabe. Und das Ganze als JSON, das heißt, man kann das wieder maschinell parsen. Dazu hat das Bunyan natürlich noch so nette Features wie verschiedene Ausgabeziele, spezialisierte Logs, die man dann weiter hat, so Kind-Logs. Ja, was dann letztendlich passiert bei so einem Request ist, dass man halt, je nachdem wie der da durchgeht, verschiedene Log-Einträge hat, einerseits vom Proxy, von einem Microservice, vom Message-Bus, von anderen Microservices. Und wenn man jetzt in diese Logs jeweils die Informationen reingeschrieben hat, wie eben zum Beispiel diese Subscription-ID, dann wird es möglich, diese Logs miteinander zu kombinieren. Und da gibt es eine Standardlösung, die wir benutzen, den Elk-Stack. Das heißt, wir pumpen alle Logs, die sind eh schon JSON, mittels Logstash in Elasticsearch rein und können das dann nachher wunderbar mit Kibana wieder auswerten. Ich glaube, ich überspringe gerade mal die letzten Folien über die Überwachung, die wir benutzen. Möchte eigentlich nur sagen, die Logs sind noch wichtiger bei Microservices und insbesondere diese strukturierten Logs, die sind sehr, sehr schön bei Microservices, gerade wenn man so diese verteilten Operationen nachvollziehen möchte. Wir haben Bunyan jetzt ausgewählt, sind damit sehr zufrieden und benutzen den Elk-Stack, um nachher unsere Logs zu aggregieren und dann auch wunderbar zu durchsuchen. Klappt bisher problemlos. Ja, damit sind wir jetzt so allmählich auch am Ende kommen. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viel zu entdecken. Wir freuen uns auch schon auf die nächsten Sachen, die da auf uns warten. Und an der Stelle möchten wir uns bei euch fürs Zuhören bedanken und würden uns noch über die ein oder andere Frage freuen.